Wir schauen uns wieder Vergleichsspannungshypothesen für ebene Spannungszustände an. Hier eine Platte mit den gegebenen Spannungen. Wir sollen den Sicherheitsfaktor für diese Belastung und die gegebene Fließspannung Sigma F bestimmen, indem wir die Schubspannungshypothese zur Anwendung bringen. Ebener Spannungszustand, dünne Platte. Sigma F ist die Fließspannung, heißt auf Englisch üblicherweise Sigma Yield. Die haben wir gegeben mit 50 Megapascal. Nur damit wir die Begriffe einmal haben, aus dem Zugversuch, wie gesagt. Und um diese Platte zu berechnen, schauen wir mal an, was muss man mit der Schubspannungshypothese machen. Bei der Schubspannungshypothese muss man ein bisschen aufpassen. Ich schreibe es einmal hin. Für den ebenen Zustand, Treska, lautet die Sigma Max minus Sigma Min, Betrag davon für die Hauptnormalrichtungen. Maximale Hauptnormalspannung, wenn Sie es richtig ordnen, Sigma 1, naja, und dann ist schon die Frage, Sigma 1 oder Sigma 2 oder wie, Sigma 2 oder Sigma 3, ich schreibe einmal unvorsichtigerweise Sigma 2 her für den ebenen Zustand, das gilt aber nicht immer. Warum kann man sich das vorstellen, warum das nicht immer so sein muss? Ist aber ein ebener Zustand. Aber trotzdem ist das ein berechtigter Einwand. Weil es kann ja passieren, dass Sigma 2 positiv ist. Und dann ist natürlich Sigma 3 trotzdem kleiner, auch für den ebenen Zustand, weil 0 ist kleiner als irgendein positiver Wert. Nur weil es ein ebener Zustand ist, heißt das ja nicht, dass Sigma 3 nicht existiert. Es ist einfach 0. Das heißt, da muss man aufpassen, dass wirklich Treska immer die maximale minus die minimale braucht an den Hauptnormalspannungen. Und manchmal ist halt die minimale 0 im ebenen Spannungszustand. Dann stünde hier nur Sigma 1. Fertig. Muss man aufpassen. Wie rechnen wir die aus? Naja, unter Zuhilfenahme vom Spannungskreis wieder. Sigma 1, 2 ist ja Mittelpunkt, Sigma X plus Sigma Y halbe. Oder Sie setzen gleich Sigma X, Sigma Y ein für die Schubspannungshypothese, geht natürlich genauso. Plus Sigma X minus Sigma Y halbe Quadrat plus Tau XY Quadrat, das war unser Radius, das vorne ist der Mittelpunkt gewesen. Also generiert man mal Sigma 1 und Sigma 2. Sigma 1 ist 14,21 Megapascal und Sigma 2 ist minus 10,21 Megapascal. In dem Fall stimmt es also. Wenn Sigma 2 negativ ist, ist sie die kleinste Hauptnormalspannung. Und damit ist die Vergleichsspannung nach Treska als Sigma 1 minus Sigma 2, Betrag davon 24,42 Megapascal. Mit der gegebenen Fließspannung von 50 Megapascal kann man sich jetzt den Sicherheitsfaktor ausrechnen, der da vorliegt, nämlich Sigma zulässig ist ja Sigma Fließ durch den Sicherheitsfaktor, in dem Fall nach Treska berechnet. Sigma V muss kleiner gleich Sigma zulässig sein, damit das alles noch standhält den Belastungen. Damit muss Sigma V kleiner gleich, wenn Sie das da einsetzen, Sigma fließt durch Sicherheitsfaktor nach Treska sein und dann formen wir auf den Sicherheitsfaktor nach Treska um und erhalten Sigma F durch Vergleichsspannung. Der ist dann eben diese 2,05.
und nach von Mises kommt was anderes raus natürlich. Machen wir das auch noch. Hier wieder, jetzt haben wir schon Sigma 1, Sigma 2 ausgerechnet, also nehmen wir wieder diese Form mit den Hauptnormalspannungen. Wenn es da einsetzen, kommt eben 21,24 Megapascal raus. Eine kleinere Spannung und der Sicherheitsfaktor nach Mises ist dann demzufolge, wenn man oben einfach einsetzt, Sigma F durch Sigma Vergleich Mises, die 2,35.